Bei der Betrachtung von linearen Abbildungen haben wir sehr schnell gesehen, dass wir, wenn wir eine Abbildung t, die zum Beispiel vom R3 in den R2 geht und linear ist, dass eine solche Abbildung viel mit Matrizen zu tun hat. Hier in dem Fall könnten wir eine 2×3 Matrix nehmen. Die nennen wir A. Und dann können wir, wenn wir A immer mit einem V aus dem R3 multiplizieren, eine Abbildung definieren. Und diese Abbildung ist linear. Das heißt, wenn wir eine Matrix haben, dann definiert diese Matrix eine lineare Abbildung. Und die Frage, die sich sofort stellt, ist, geht es eigentlich auch umgekehrt? Das heißt, wenn wir eine lineare Abbildung haben, gibt es dann eine Matrix, sodass wir diese lineare Abbildung mit dieser Matrix darstellen können. Und wenn das geht, und dann nennt man diese Matrix A die darstellende Matrix. Wir hatten für die Frage, ob es für eine lineare Abbildung eine darstellende Matrix gibt, auch einen Merksatz aufgestellt, der diese Frage positiv beantwortet. Und zwar haben wir uns gemerkt, dass die Spalten der darstellenden Matrix gegeben sind durch die Bilder der kanonischen Einheitsvektoren. Das kann man natürlich auch schriftlich formulieren, indem wir sagen, okay, wenn wir eine Abbildung haben, t vom R3 in den R2, lassen wir das t mal immer noch in diesem Beispiel hier funktionieren. Und dann gibt es im R3 diese drei kanonischen Einheitsvektoren. Der Index, der in diesem E steht, E wie Einheitsvektor, weil sie Länge 1 haben, der gibt gerade an, an welcher Stelle steht denn die 1. Alle anderen Elemente sind 0. Und die Matrix, die jetzt zu diesem T gehört, die können wir so schreiben, nehmen wir die Matrix A, indem wir sagen, okay, die erste Spalte von A, die ist gegeben durch das, was ich rausbekomme, wenn ich E1, das heißt 1, 0, 0 in die Abbildung einsetze, die zweite Spalte genauso mit TE2 und die dritte Spalte mit TE3. Und jetzt werden wir uns anschließend diesen Merksatz einfach an zwei Beispielen ansehen. Das erste Beispiel, das wir betrachten wollen, ist diesmal eine Abbildung vom R2. In den R2. Und zwar, wenn wir die Vektoren im R2 schreiben als xy, soll die Abbildung aus xy wieder einen Vektor aus dem R2 machen, und zwar x plus 2 mal y als neue x-Koordinate und 3 mal x minus y als neue y-Koordinate. Gut, gesucht ist eine darstellende Matrix. Und nachdem das eine Abbildung vom R2 in den R2 ist, müssen wir eine 2×2 Matrix A angeben. Gut, was sagt unser Merksatz? Wir setzen die kanonischen Einheitsvektoren ein und schreiben das entsprechend als Spalte. Das heißt, wir betrachten TE1, das wird gerade unsere erste Spalte. Schreiben E1 nochmal hin, x gleich 1, y gleich 0. Das setzen wir jetzt in unsere Abbildungsvorschrift und dann bekommen wir hier als neue x-Koordinate 1 plus 0 und 3 mal 1, das ist 3, y ist immer noch 0. Das heißt, wir haben hier den Vektor 1, 3 als Bild des ersten kanonischen Einheitsvektors. TE2. Das ist dann entsprechend t von 0, 1 und
Da erhalten wir x ist 0. Das heißt, hier steht 0 plus 2 und in der y-Koordinate erhalten wir 0 minus 1. Das heißt, das Ergebnis, das Bild des zweiten kanonischen Einheitsvektors ist 2 minus 1. Und dann schreiben wir diese beiden Ergebnisse hier hinein. Das heißt, dieser Vektor, den wir gerade rot unterstrichen haben, das wird die erste Spalte, das Bild des ersten kanonischen Einheitsvektors. Und dieser Vektor, den schreiben wir als zweite Spalte. Und dann ist das 2 minus 1. Und wir haben die darstellende Matrix gefunden. Jetzt haben wir diese Matrix und jetzt schauen wir nochmal, was A mal einem Vektor xy eigentlich ergibt. Wir scrollen ein kleines bisschen nach oben, sodass wir sie noch sehen. Okay, so lassen wir das jetzt. Und dann haben wir 1, 3, 2, minus 1. Das wenden wir ja auf Vektoren aus dem R2 an. Die haben wir geschrieben als xy. Und wenn wir jetzt diese Matrix mal Vektormultiplikation machen, erhalten wir in der ersten Zeile einmal x plus 2 mal y. Und in der zweiten Zeile erhalten wir 3 mal x minus y. Und das ist genau die Anwendung unserer linearen Abbildung, die haben wir t genannt, angewandt auf den Vektor xy. Und genau das hatten wir gesucht. Nachdem das in dem Beispiel gut funktioniert hat, gehen wir nochmal zu einem letzten Beispiel. Und das soll jetzt ein Beispiel sein, so ähnlich wie die Überlegung zu Beginn. Da hatten wir gesagt, für eine lineare Abbildung vom R3 in den R2 brauchen wir eine 2×3 Matrix. Gehen wir mal davon aus, dass wir die Vektoren im R3 schreiben als x, y und z. Und dann soll diese Abbildung gegeben sein als x plus 5 mal y und x plus 2y plus z. Und wir suchen die darstellende Matrix. Was müssen wir tun? Das haben wir uns vorhin schon überlegt. Wir rechnen TE1 wieder aus, TE2 und TE3. Erhalten damit drei Spalten. Und TE1, TE2, TE3 sind Vektoren aus dem R2. Das sehen wir hier an der Bildungsvorschrift. Dann machen wir das jetzt, schreiben die Matrix hin und dann haben wir die darstellende Matrix dieser linearen Abbildung T gefunden. T von E1, schreiben wir E1 nochmal aus, das ist 1, 0, 0, das heißt wir müssen x gleich 0 einsetzen, x gleich 1, y gleich 0, z gleich 0, so ist es, dann steht hier 1 plus 0 und hier steht 1 plus 0 plus 0. Das heißt, hier kommt der Vektor 1, 1 heraus. Dasselbe mit E2. T von 0, 1, 0, x ist 0, y gleich 1, z gleich 0. Und dann erhalten wir hier 0 plus 5. Und hier erhalten wir 0 plus 2 plus 0 ist gleich, jetzt schieben wir das Fenster etwas weg, dann bleibt hier stehen 5, 2. Okay, jetzt scrollen wir ein kleines bisschen und nehmen auch das Fenster und schieben es hier wieder ans Ende. T von E3. Gleich t von 0, 0, 1 und das ist 0 plus 0. Und hier unten erhalten wir 0 plus 0 plus 1
Und das gibt, den passt gerade noch so hin. Hoppla. Wenn es schon hinpasst, muss man eigentlich auch aufpassen. Das gibt gerade 0, 1. Gut, und diese drei Ergebnisse schreiben wir wieder in eine Matrix. A. Die erste Spalte ist gegeben durch 1, 1. Die zweite durch 5, 2. Und die dritte, hier sehen wir es gerade noch, ist gegeben durch 0, 1. Und wenn Sie jetzt A mal einen Vektor x, y, z wieder mit Matrix-Vektor-Multiplikation ausrechnen, dann erhalten Sie genau die Definition unserer linearen Abbildung T zu Beginn dieses Beispiels.